Neues von Arbotec. Heute stellen wir dir den Ballgouge vor, wie du ihn benutzen kannst und wie du ihn einsetzen kannst. So, servus zu einer neuen Folge Gipfelholz. Und zwar geht es heute um den Arbotec Ballgouge. Der Ballgouge ist ein Kugelmeißel und ist eigentlich gedacht für Skulpturen, Löffel, Schalen und was man sich da sonst noch vorstellen kann. Wir möchten euch heute da zeigen oder vorführen, wie ihr damit arbeitet oder richtig arbeitet damit. Kommen wir zur richtigen Montage des Ballgouges. Und zwar haben wir ja hier auf dem Flex einen Flansch drauf, den können wir wegtun. Und der muss direkt draufgeschraubt werden. Gut, das hat damit zu tun, dass der Ballgouge ausgewuchtet ist. Und man sieht es hier an diesen Löchern, das schaut ganz lustig aus, aber hat schon einen Sinn dahinter. Genau, das ist richtig ausgewuchtet. Gut, ziehen wir mal richtig fest. Na, jetzt. Okay, und jetzt sollte er wirklich im Freilauf überhaupt keine Unwucht haben. Das kann ich nochmal demonstrieren. Also man merkt, der ist gut ausgewuchtet, es vibriert gar nichts. Sollte irgendwas vibrieren oder sollte irgendwie das Getriebe oder die Lager hier ausgeschlagen sein, dann liegt es wirklich am Winkelschleifer. Bevor wir jetzt mit dem Ballgouge arbeiten, schauen wir uns erstmal so an. Er schneidet nicht, wenn man nach unten drückt, also wenn es das senkrecht drauf seid, dann schneidet er nicht. Der optimale Schneidewinkel ist, wenn es am Winkelschleifer ungefähr 30 bis 60 Grad haltet. Zusätzlich ist der Ballgouge so konstruiert, dass er eigentlich immer im Holz drin ist. Also wenn er sich dreht, kannst du mal den Fräser drehen, Jens. Dann seht ihr, dass er eigentlich immer im Holz drin ist und dadurch kann er sich nicht im Holz verbeißen und es ist ein sehr sicheres Arbeiten. Der Jens hat jetzt die Schutzbrille und Ohrenstöpsel rein und jetzt zeigen wir euch einfach mal, wie der so arbeitet. Beim Ballgouge ist es so, man hat es ja jetzt gerade gesehen, man kann wirklich schön, wenn man sanft arbeitet, dann schlägt er relativ wenig. Das Schlagen ist aber ganz normal. Das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, dass er ein bisschen mehr schlägt. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Druck aufbaut, schlägt er auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist normal. Es gibt beim Ballgouge auch was zu beachten. Und zwar, ihr seht es ja, der Winkelschleifer dreht so in die Richtung. Und wenn ich jetzt praktisch, je nachdem, wie ich natürlich den Winkelschleifer halte, wenn ich natürlich jetzt hier auf der Seite, auf der Kante hier arbeite, schlägt es natürlich immer den Ballgouge nach oben raus. Das heißt, mit der Faser raus ist das natürlich sehr schlecht. Ich werde es euch mal jetzt zeigen, wie das rausschlägt. Ihr könnt hier erkennen, dass gleich die Rinde gesprungen ist hier nach oben und deshalb immer auf der anderen Seite jetzt arbeiten hiermit, weil hier taucht der Ballgouge von oben nach innen ins Holz ein, so wie ihr hier seht. Das zeige ich euch jetzt auch mal hier.
Ja, und hier seht ihr natürlich, ist eine richtig schöne Schnittkante. Und zwar kann man das natürlich, je nachdem wie ihr den Winkelschleifer haltet, wenn er so umhaltet, schlägt er natürlich, arbeitet er wieder von oben nach unten. So rum schlägt er natürlich von unten nach oben. Wir haben ja euch vorhin gesagt, dass ihr mit dem Ball Gouge nicht senkrecht arbeiten könnt. Es gibt aber einen Ausnahmefall, wenn ihr eine Bohrung vergrößern wollt, dann könnt ihr auch senkrecht damit arbeiten. Und wie das geht, das zeigt euch der Jens mal. Somit komme ich jetzt wirklich nicht in die Tiefe, sondern komme nur wirklich in die, ja, in die Breite. Der Rand wird praktisch gerade gemacht. Man kann mit dem Ball Gouge auch schön aushöhlen. Und zwar habe ich da mal was vorbereitet gehabt. Ja, da kann man zum Beispiel eine Lampe jetzt draus machen. Wenn man jetzt da eine Birne drunter stellt, schaut das ganz nett aus. So eine Bulblampe oder wie auch immer. Und da kann man wirklich auch schöne, ja, Löcher rein. Das wurde komplett ausgehöhlt, dieses Stück. Mit dem Ball Gouge. Wie das jetzt funktioniert, möchte ich euch jetzt hier auch noch mal zeigen. Seht ihr hier, da kann man richtig schön aushöhlen. Ich hoffe, dass man es auf der Kamera gut erkennen kann. Aber das sind schon ein paar Zentimeter, wo es da reingeht. Wie ihr jetzt beim Aushöhlen aber auch feststellen konntet, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber dieses Schlagen und Hämmern, das ist wirklich ganz normal. Man kann es aber durch die richtige Schnitttechnik minimieren. Man kann auch wirklich filigran hier arbeiten. Man kann auch zeichnen damit theoretisch. Kann ich euch mal zeigen? Das ist aber lieb, ein T für Thomas. Gell, Dankeschön. Das ist wunderbar. Ich kann ja auch noch ein O zeichnen. Nee, das funktioniert ganz gut. Also auch Rillen oder zum Skulpturenschnitzen ist der sehr, sehr gut geeignet. Wie ihr jetzt sehen konntet, der Ball Gouge ist sehr vielseitig einsetzbar. Wie wir schon erwähnt haben, Schalen, Skulpturen, das sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wie wir von Arbotec schon gewohnt sind, kann man bei ihren Werkzeugen die Schneiden wenden oder auswechseln. Und das zeige ich euch mal hier beim Ball Gouge. Und zwar beim Ball Gouge ist hier ein Drehmomentschlüssel mitgeliefert im Lieferumfang. Und damit kann man dann die Schneide lösen oder rausbauen. So, seht ihr hier, so schaut die Schneide aus. Jetzt kann man die Schneide, wenn es jetzt stumpf ist an einer Stelle, kann man erstmal drehen, ein Stück. Oder, wenn das dann nicht geholfen hat, kann man die auf 180 Grad drehen und wieder einbauen. Und natürlich gibt es diese Schneide auch im Zubehörteil oder halt als Zubehörteil zum Kaufen. Das können wir euch auch noch unten verlinken und somit habt ihr immer wirklich ein scharfes Werkzeug. Kommen wir zum Fazit. Der Arbotec Ball Gouge hat uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet mit Schalen und Löffel oder auch, wie in Jens sei, coole Lampe. Natürlich schreiben wir noch einen Blogartikel dazu, wo wir noch ein bisschen genauer wahrscheinlich drauf eingehen. Und ansonsten abonniert einfach unseren Kanal. Kommentare, Fragen haut zu unten rein. Und ansonsten, bevor ich mir jetzt noch komplett verstotter, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Also macht es gut, bis bald. Viert euch. Servus miteinander, ciao.